Hi Freunde, mein Name ist Ali G und was wir heute im Camp zu verändern und machen, seht ihr gleich. Dranbleiben, ciao! Wir sind wieder im Camp, gefühlt seit langer Zeit. Und heute habe ich zwei Sachen vor. Einerseits ist ein spezielles Schlafsetup, was ich eigentlich vorher schon testen wollte, aber nicht dazu kam. Und das andere ist, das Schätzelein hier räume ich ab, denn ich habe was mit, um das hier einzuarbeiten. So Freunde, also ihr seht jetzt hier und da sind noch gute Lücken. Jetzt zum Beispiel ist auch ein Stück Lehm, wo man noch verstreichen kann. Aber ich will jetzt die nicht einfach mit Lehm auffüllen, die Lücken. Also einerseits will ich schon gar nicht alle mal auffüllen. Ich will mal sehen, wie das Ganze zirkuliert hier drin. Aber meine Überlegung ist, hier packe ich kleine Steine rein. So, so. Drückt den hier schön ran. Und damit er dann auch vor Ort bleibt, nehme ich ein bisschen Lehm und streiche das hier rein. So. Und schon bleibt das Ganze vor Ort. Somit füllen wir jetzt hier mal ein bisschen die ganzen Lücken. Und dann zeige ich euch, wie das aussieht, wenn es fertig ist. So, Freunde, aktueller Stand. So, hier haben wir noch eine Lücke. Wo war es hier unten oben? Naja. Immer wieder mal ein paar Löcher. Den Lehm habe ich jetzt hier wieder eingepackt. Ein bisschen Wasser dazu gegeben. Und wenn das dann wieder weich ist, will ich hier oben ein bisschen zumachen. Dass das Ganze so circa bis hier. Sieht man das Ganze? Das Stück hier oben will ich dann noch zumachen. Aber dafür muss ich gucken, dass das Lehm noch ein bisschen trocknet, der hier drinnen ist. Und dass der hier ist, noch ein bisschen feuchter wird. Ganz schön viele kleine Steine sind hier noch. Naja. Entweder verarbeite ich die für hier oben drauf oder ich suche mir noch ein paar größere. Aber das muss man erstmal reichen an der Feuerstelle. Jetzt mache ich mir ein kleines Feuerchen. Für ein Käffchen. Oder ich mache einen Tee. Ich mache einen Tee. Genau. Später zeige ich euch noch, was ich für ein Schlafsetup habe. So, Freunde. Ich will euch mein Schlafsetup zeigen. Und zwar hatte ich die letzten paar Mal meinen neuen Schlafsack mit, den Survival Down 1000. Und im letzten Video habe ich euch den hier gezeigt. Das ist ein Rettungsschlafsack von Orthovox, glaube ich. Genau. Ich verlinke ihn mal unten in der Videobeschreibung. Ihr hört vielleicht die Kettensäge im Gange. Dazu kommen wir aber gleich nochmal. Das Schlafsetup. Das stellt sich gleich im Stream raus, ob ich mit dem hier schlafe oder ob ich so hier schlafe. Die Faltmatte zum Draufsitzen und die Wolledecke. Es soll kalt werden. Wie kalt? Erfahrt ihr dank dem kleinen Ding hier. Ich habe eins beim Sitzplatz, einen außerhalb vom Campen, einen hier. Nach Wetterbericht soll es minus 5, minus 6 Grad werden. Ich will mal sehen, wie lange ich aushalte, wie sich das anfühlt.
Meine Überlegung war, in dem hier zu schlafen, ursprünglich. Zwar will ich den wirklich mal austesten, ich will mal sehen, wie das sich verhält bei kalten Temperaturen, ob ich da ein bisschen die Wärme drin speichern kann. Zur Not habe ich, respektive der Ursprungsgedanke war, die Faltisomatte und die Wolledecke als Tagesequipment mitnehmen. Und es gibt irgendeinen Grund, warum ich nicht heim kann. Deshalb übernachte ich jetzt hier. Und ja, mal den Härtetest. Nicht immer Luxus, Luxus, Luxus. Auch mal ein bisschen zurück zu den Anfängen. Das nimmt mich wirklich Wunder, wie gut ich da drin schlafen kann. Jetzt ist die Überlegung, ob ich den Wolle-Schlafsack reinnehme, ob ich da genug Platz habe drin oder nicht. Ich weiß es noch nicht ganz. Ich packe den gleich mal aus und tue ihn schon mal auslegen. Ansonsten habe ich nicht mehr. Ich habe das, was ich anhab. Ich habe ein Merino Langarmshirt an, normales T-Shirt, Fließweste. Dann habe ich hier so eine als wärmende Schicht noch die Jacke und einen Pulli. Das war's. Mehr habe ich nicht mit. Wir werden es rausfinden, ob das genug war oder nicht. Oder ob das arschkalt wird. Naja, genau, hier so ein Tube-Schal habe ich natürlich auch noch mit bei, nicht zu vergessen. Ich habe eine lange Unterhose an, ebenso Merino und die First Aid Waldarbeiterhose oder Trekkinghose. Gut, ich würde sagen, bis gleich. Ciao. So, Freunde, ich habe jetzt ein bisschen was Trockneres reingeholt. Mache jetzt hier raus schöne Räder raus und habe hoffentlich dann genug mal für den Abend. Vielleicht gehe ich später nochmal los und hole nochmal ein, zwei solche. Weg oder untergegangen. Drüben zwischen den Steinen geht die immer runter. Wenn man hier rumguckt, drüben seht ihr noch Licht. Jetzt habe ich mal hier oben das Blech, das wir ja schon Ewigkeiten hier haben. Das haben wir mal ganz am Anfang gefunden. Das habe ich jetzt hier oben noch hingetan. Einfach, dass es noch ein bisschen gedeckter ist. Der Lehm ist hier schon aufgerissen überall, ausgetrocknet ein wenig. Wenn ihr hier guckt, vorher ging es hier nur bis hier, circa hier, das sind gut 20-30 cm, die ich gewonnen habe. Hier drüben wird es das gleiche dann auch nochmal geben. Den Stock, den haben wir ja gleich wieder eingearbeitet für die Kochstange dann. Genau, der hält eigentlich auch nicht schlecht. Ich höre auch nicht, dass es unten wackelt. Die kleinen Steine habe ich jetzt einfach mal hier unten reingepackt. Haben wir hier unten hingelegt. Naja, an und für sich gefällt mir das Ganze schon mal. Noch ein bisschen mit Lehm zumachen. Und dann geht es als nächstes entweder hier oben drauf nochmal. Oder dann die Seite hier hochzuziehen ein wenig. Obwohl die wird nicht so weit vorkommen wie die rechte Seite. Sondern die wird einfach früher hochgehen und dann gleich mal zugezogen. Wenn die zu weit nach vorne kommen würde, hätten wir beim Sitzplatz hier drüben nicht mehr so den Platz. Ich bin ein bisschen am Rumspielen mit der Axt und wollte euch noch etwas zeigen. Und zwar habe ich zu Hause so von Geschenkpapier eine Kartonrolle gehabt. Und zwar ist das diese Rolle hier. Und ich habe die gefüllt mit Wachs.
Kerzenwachs. Und dazu habe ich oben rein einfach noch ein Dings reingepackt. Ein Stückchen Telapapier. Und das Ganze will ich jetzt mal testen. Also ich habe gleich mal die ganze Rolle verarbeitet. Aber ich will das Ganze mal testen, wie sich das schlägt, wie das brennt oder ob sich das gar nicht lohnt. Keine Ahnung. Mal gucken, gell? Testen. Testen muss man das Zeug. Sonst findet man es nicht raus. Hier habe ich noch zwei so Kerzenreste. Ja, Kerzenrestdosen, wo ich auch ein Docht drin habe. Das ist jetzt aber Klopapier. Aber wie ihr seht, gibt es eine schöne Flamme, schön groß. Hier drüben ist das Ganze ein bisschen zu einer größeren Fackel geworden. Ich weiß nicht, warum das Ganze ist. Wahrscheinlich, weil es mehr aufheizt im Blech drin. Keine Ahnung. Auf jeden Fall verschwindet da der Wachs extrem schnell. Gibt aber auch extrem viel Licht. Spätestens dann. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt noch zudecken möchte. Ob mir das zu schnell geht, obwohl es wäre eigentlich noch genug Wachs drin. Ich denke, für heute Abend werde ich genug davon haben. Ich merke jetzt langsam, dass ihr seht, ich habe inzwischen den Pulli an und die Weste auch schon übergezogen. Es wird kühl. Es wird kühl. Ich kann kurz mal nachgucken. Also, und zwar haben wir außerhalb vom Camp bei der Laterne. Der hier misst gerade 6,6 Grad. Der bei mir ist, der hier, misst 12,3 Grad. Und der beim Schlafplatz ist, misst 6,3 Grad. Ich habe mir meine Gedanken zum Ganzen gemacht und ich denke, ich werde mich in die Militärwolldecke einrollen und so dann in den Biwaksack gehen. In der Hoffnung, dass die Wärme dann in der Wolldecke noch bleibt und ein bisschen angenehmer ist für mich. Und ein bisschen weniger raschelt. Der Biwaksack, der raschelt extrem, also der Notfallsack. Da ist wie die Rettungsdecken einfach halt zugeklebt. Einfach gesagt, ich zeige euch das Ganze dann, wenn ich dann im Bett bin. Lassen wir es jetzt mal dunkel werden. Man sieht sich gleich. Bis dann. Tschö. Freunde, ich bin gerade auf dem Heimweg. So bekam ich gerade Besuch von 5 oder 6. Ich weiß nicht, ich habe sie nicht genau gesehen, aber 5 oder 6 Personen. Davon sind zwei schon mal auf mich zugekommen und fingen an rumzupöbeln. Die waren ersichtlich nicht nüchtern. Und ihrem Blick entsprechend hatten sie wahrscheinlich auch noch was anderes intus. Naja, die Erfahrung oder die Vergangenheit hat gezeigt, den diskutiere ich nicht. Denn da ist die Aufnahme, die Auffassungsfähigkeit nicht mehr gewährleistet. Dann lassen wir es lieber. Denn ich muss montags dann halt wieder arbeiten gehen und kann mir nicht erlauben, mich da auf irgendwas einzulassen. Würde ich auch nicht wollen, auch wenn ich nicht arbeiten würde am Montag, ganz ehrlich. Das ist es nicht wert. Das ist es nicht wert, mit so einen Leuten zu diskutieren oder sonst was. Ich möchte gesund bleiben. Ich wollte die Zeit genießen. Jetzt haben sie es halt unterbrochen. Das ist halt, wenn das Camp nicht voll versteckt ist oder auf Privatareal. Und ich glaube, selbst wenn es im Privatwald wäre und alles, es würde nichts bringen. Wenn die Leute kommen, dann kommen sie. Und ich lasse mich da nicht auf so eine Sachen ein. Warum Handyaufnahme? Ich habe so schnell ich konnte den Laptop weggepackt, die GoPro und Axt, Säge und so. Es ging gefühlt eine halbe Minute, dann hat sich alles weggeräumt. Als ich das Feuer löschen wollte, haben sie sich gewehrt, aber ich hinterlasse kein Glutenessen, kein Feuer. Hab da das ganze Wasser drüber geleert und das Feuer ausgemacht. Ja, schade um den Versuch, aber den holen wir dann mal nach. Ich hoffe, dass die nicht öfters da sind jetzt. Naja, was willst du machen? So ist es halt. Ich hoffe, seid mir deswegen nicht böse. Und wem es gefallen hat, würde ich mich trotzdem über einen Daumen rauf freuen. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Ali G. Tschö.